Hallo, heute geht es um das nächste Jahreskreisfest, nämlich Liter, die Sommersonnenwende. Sommersonnenwende ist der längste Tag des Jahres und zugleich natürlich die kürzeste Nacht. Die meisten Lichter geben an, das wird am 21. oder 22. Juni gefeiert. Dieses Jahr zum Beispiel fällt es aber eigentlich auf den 20. Juni. Bei uns, man könnte natürlich Internetrecherche machen, wann ist die Sommersonnenwende. Oder bei uns in Deutschland noch einfacher, man guckt in den Kalender, wann ist Sommeranfang. Der fällt nämlich jedes Jahr auf die Sommersonnenwende. Sommersonnenwende. Wir haben gerade die Zeit der größten Helligkeit, der meisten Fülle, der meisten Sonne, ja doch, der meisten Sonne, der größten Helligkeit. Ja, das Leben tobt im Moment. Überall ist es schön grün, die Blumen blühen. Ja, früher fand ich das tatsächlich merkwürdig, muss ich sagen. So, dass jetzt Sommersonnenwende und danach haben wir weniger Sonne, weil danach werden die Tage ja wieder kürzer. Aber jetzt geht der Sommer bei uns erst so richtig los. Das fand ich früher irgendwie etwas merkwürdig. Aber so ist es. Lita, was kann man da machen? Man könnte zum Beispiel Kräuter sammeln gehen. Man sagt gerade jetzt um Liter zur Sommersonnenwende, die Sonne hat so viel Kraft wie nie, also so viel Kraft hat sie das ganze Jahr nicht, wie an diesem Tag oder in diesen Tagen, wie ich immer in meinen Videos sage, es ist ja nicht dieser eine Tag und sonst ist die Energie verpufft, so ist es nicht. Aber die Sonne hat jetzt gerade sehr, sehr viel Kraft. Und wenn wir jetzt rausgehen, Kräuter sammeln, sei es zum Räuchern, also trocknen und dann räuchern, oder auch zum Kochen oder wofür auch immer. Die Pflanzen haben diese Energie, diese Sonnenenergie mit drin, mit gespeichert, sodass man sie sich dann ja quasi mit reinholt, miterntet sozusagen. Aber beim Kräutersammeln immer darauf achten, lasst auch noch was für die Bienchen stehen und erntet nicht alles ab. Da wir sowieso rausgehen zum Kräutersammeln, wirklich einen Spaziergang machen. Eine Decke mitnehmen und ein Picknick machen. Eine Grillparty schmeißen. Wirklich einfach rausgehen, raus in die Natur, das sage ich ja immer in den Videos. Aber gerade jetzt im Sommer, es macht auch richtig Spaß. So, seien wir mal ehrlich. Ich selber bin ein Sommermensch. Ich mag den Sommer. Den Frühling mache ich auch sehr gerne. Dann im Herbst und Winter bin ich persönlich lieber drin. Und wir jetzt gerade im Sommer wirklich rausgehen, Spaziergang machen, ein Picknick machen. Draußen grillen im Garten, wer die Möglichkeit hat, sind wirklich wunderschöne Sachen, gerade jetzt für diese Zeit. Was man natürlich auch machen kann, wer grillen irgendwie jedes Wochenende macht oder so, ist vielleicht mal ein Lagerfeuer. Wer die Möglichkeit dazu hat, immer auf Feuersicherheit und so weiter achten, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber auch das bietet sich jetzt natürlich wirklich sehr an, wirklich um auch Feuer, Wärme, Sonne. Es passt alles wunderbar zusammen, deswegen würde auch ein Lagerfeuer sich ja zu dieser Zeit sehr gut anbieten. Ja, alles grünt und blüht. Man kann sich beim Picknick dann wunderbar ein paar Blumen sammeln und sich so einen schönen Blumenkranz machen oder Blumengirlanden. Passt jetzt wunderbar und gerade auch so ein Blumenkranz durch die runde Form. Symbolisiert man damit dann auch noch mal die Sonne. Also ist das auch was Wunderschönes jetzt für die Sommersonnenwende. Noch was für die Frühaufsteher oder die, die sich mal so richtig challengen wollen. Mal wirklich mit der Sonne aufstehen, heißt sich einen Wecker stellen auf Sonnenaufgang, was im Moment ziemlich früh ist. Und wirklich diesen Tag mal ganz bewusst, vielleicht sogar den Wecker ein bisschen früher stellen, wenn man die Möglichkeit hat, den Sonnenaufgang direkt zu sehen. Sich den anzusehen und wirklich diese Zeitqualität ganz bewusst wahrzunehmen an diesem Tag und dann mit Sonnenuntergang nämlich auch schlafen zu gehen. Und ja, um wirklich mal diese Zeit, es ist der längste Tag des Jahres, um das wirklich ganz bewusst mal zu erleben, ist auch eine schöne Sache, die man jetzt machen kann. Das Ganze kann man natürlich auch mit einem Ritual verbinden und das muss nicht mal was Großes sein. Es reicht zum Beispiel, eine Kerze anzuzünden. Also man steht morgens auf mit der Sonne, macht ein kleines Ritual, um den Tag, um die Sonne zu begrüßen und dann zu Sonnenuntergang nochmal ein kleines Ritual,
um die Sonne zu verabschieden. Und ja, im Grunde auch sich schon ein Stück weit vom Licht zu verabschieden. Denn ab morgen werden die Tage wieder kürzer. Noch merkt man das nicht, aber insbesondere die Leute, die wirklich früh aufstehen müssen, die um 4 oder sowas aufstehen, die merken das ziemlich schnell. So in 2 Wochen ist das schon wirklich zu bemerken, dass die Tage wieder kürzer werden. Und ja, nach der Sommersonnenwende verabschieden wir uns jeden Tag ein kleines bisschen mehr von ein klein wenig mehr Licht. Insofern ist das auch eine schöne Sache, das wirklich den Tag zu nutzen, um mit dem Ritual mit Sonnenuntergang auch wirklich ja so ein Stück weit die Sonne schon zu verabschieden, auch wenn der Sommer bei uns gerade erst anfängt. Weitere Ritual, die man machen könnte, wären zum Beispiel für Schutz. Wir haben gerade sehr viel Sonne, sehr viel Energie. Diese Energie kann man sehr gut für Schutzrituale oder Schutzzauber verwenden. Was man noch machen kann, sind Glückszauber. Das gleiche, wir haben gerade viel Energie, viel Sonne, aber auch sehr viel Fülle. So, wenn man sich umsieht, alles ist noch richtig schön saftig grün. Und diese Fülle, das pralle Leben ist einfach gerade da und das kann man eben auch für Glücks- oder eben tatsächlich Wohlstandszauber nutzen. Ja, was man natürlich auch machen kann, ist die Wohnung oder den Altar dekorieren. Freue ich mich jedes Jahr, beziehungsweise vor jedem Jahreskreisfest drauf. Als Farben verwende ich da am liebsten Gelb und Grün. Gelb für die Sonne, man könnte auch Orange verwenden zum Beispiel. Und Grün halt für die Fülle. Und auch, ja, wenn ich draußen bin auf einer Wiese, dann ist die noch schön richtig saftig grün und nicht so dann schon eher gelb, wie es dann ja ist, eher im Spätsommer. Deswegen gelb und grün sind für mich so die perfekten Farben eigentlich für die Sommersonnenwende. Und was man auch sehr gut verwenden kann, sind, ich hatte sie jetzt schon mal in diesem Video, Blumen. Es ist gerade sehr viel Fülle, die Natur hat einfach gerade richtig Kraft und ja, ich finde, so Blumen symbolisieren das einfach sehr schön. Deshalb Blumen ins Haus holen, Blumen vielleicht auf den Altar stellen. Natürlich auch Sonnensymbole, sei es in Form eines Kettenanhängers oder eine gemalte Sonne. Also ja, Sommersonnenwende. Sich irgendwie die Sonne symbolisch auch auf den Altar bringen. Wenn du gern mehr über die Jahreskreisfeste wissen möchtest, habe ich hier eine Playlist. Kannst du gerne mal reinschauen. Ansonsten verrat mir auch gerne, wie du die Jahreskreisfeste feierst, beziehungsweise wie du Lita feierst. Würde mich sehr interessieren. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere auch gerne meinen Kanal. Und nicht vergessen, auch das Glöckchen zu drücken, damit du auch informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann war es das von mir und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!